Es werden wieder viele Leute schreien, 8.999 Euro und dann ist nur ein 375 Wattstunden Akku dabei bei einem EP8. Was soll denn der Mist, ja? Warum 9.000 Euro ausgeben, in EP8 den stärksten Motor natürlich aus der Shimano-Reihe mit dabei und dann 375 Wattstunden? Sag mal, die Leute müssen doch da schreien und müssen sagen, das kann doch nicht wahr sein. War tatsächlich beim letzten Video auch so gewesen. Also hallo Sven erstmal. Hi. Wir hatten ja schon mal ein 375er Modell vorgestellt von Rotwild und wir hatten es erklärt, aber irgendwie kam die Message wohl nicht bei jedem so ganz an. Also vielleicht fangen wir da nochmal von vorne an. Es ist ja auch so, dass es bei Rotwild ja diverse Modelle auch mit dem großen 750er Akku gibt. Ja? Nur hier haben wir einfach ein anderes Konzept. Es geht einfach um die Verbesserung des Handlings und das einfach durch weniger Gewicht. Zumal wir hier jetzt das neue G-Modell haben von Rotwild, G für Gravity, mit 180 mm vorne, 177 hinten. Das heißt, wir haben hier ein bergab orientiertes Bike, was auch mit langem Radstand, flachem Lenkkopfwinkel einfach zum Heizen bergab einlädt. Und dann ist die Bergauf-Performance, das ist also nicht das typische Rad, mit dem ich jetzt irgendwo die Alpen erklimme. Ja? Das heißt, du gehst auf Flow-Trails, du suchst dann irgendwo bergab, benutzt vielleicht auch mal Lift und so weiter und dann geht das Handling durch leichteren Akku eigentlich vor der maximalen Reichweite. Das Gewicht? Wir haben es noch nicht gewogen. Ne? Sollen wir mal gleich die Waage rausholen gehen? Ja. Wie geil hat der Ball die geschickt? Ja, geh mal die Waage holen. Ist der Vorteil, wenn dann man der Chef ist. Ich bin jetzt gerade hier live. Aber der Gewichtsvorteil, ich meine, allein vom Akku her, wir haben hier einen Akku mit 1,97 Kilo, haben wir selbst rausgewogen. Ich kann ja auch mal gerade, komm, zeig mal auf der anderen Seite. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz rum. Also, erstmal sieht es ja gar nicht aus wie so ein E-Bike, ein typisches. Da unten ist natürlich ein bisschen verlängert, das ist klar, aber wir haben ja immer noch ein Mittelmotorkonzept. Viele gehen ja also bei diesen ganz schlanken Rahmen auf einen Nabenmotor, das macht gar keinen Sinn. Und der Akku ist so leicht, dass man einen zweiten Akku problemlos mitnehmen kann. Das ist nämlich genau das Ding. Du hast hier einen Akku, der ist erstens mal vom Design her unheimlich, ich meine, das ist ja nur so ein Stick. Und wir können ja mal gerade hier auf die Waage legen. Die kleine Drogenwaage, genau. Lass mal kurz schauen. Parktool. Wozu wird die normal so verwendet, die Waage? Ja, wir hatten ja früher, sagen wir, im Individualbereich haben wir viele Laufräder eingespeichert und so weiter, haben wir schon mal die einen oder anderen Artikel auch ausgewogen, um dann, sagen wir, zum Beispiel Reifen, hast du immer Toleranzen. Haben 1,9 Kilo. Und das ist wirklich was, das kannst du einfach mal hinten in den Rucksack stecken und nimmst es mit, das ist keine Belastung. Und dann hast du 750 Watt. Also insofern, für mich geht das Konzept voll auf. Ja? Sag mal, du darfst den nicht mitnehmen im Flugzeug, oder? Das ist noch zu viel. Ja, das ist doch zu viel. Wir hatten es mal, ich glaube, die maximale Kapazität beim Flugzeug ist bei 290 Wattstunden oder sowas war es. Also es ist leider knapp drunter. Nee, es ist weniger. Der Fazur mit 250 geht nämlich auch nicht. 190 Wattstunden ist, glaube ich, die Grenze beim Flieger. Full Carbon, oder? Ich grüße dich, Baldi, erstmal. Grüß dich, Sven. Ja, heute ist Montag, ihr habt zu, wir drehen Videos, womit der Beweis erfolgt ist, dass ihr auch arbeitet montags. Low Battery. Wieso? Hast du keine Batterie oder was? Nee. Mach mal auf hinten. Echt jetzt? Hast du welche dabei? Sind das normale AA oder was? Genau. Ja. Dreifach A. Nee, Dreifach A. Dreifach A. Nee, die habe ich nicht dabei, aber die können wir austauschen. Ist doch drüben im Supermarkt, geh doch mal holen. Du sollst einfach mal untereinander durchtauschen. Nee, das bringt ja nichts. Sicher, für einmal wiegen. Echt? Ist das so bei euch im Dorf? Macht ihr das? Ja. Meine Oma hat die früher mal auf die Heizung gelegt. Nee, du musst die in den Mund nehmen, bis sie warm sind. Genau, hier. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein bisschen knapper vom Herrn hier in dem Fall. Also so reparieren wir auch unsere Räder, ist ja klar. Mit Sicherheit. Also AA hätte ich noch dabei, aber dreimal A. So, komm, einmal geht's. Ne? Nee. Dann geh doch mal ganz kurz in den Supermarkt, ich mache mit Kai weiter und kauf mal 4 AAA. Wir müssen das Ding wiegen, weil wieder mal gut vorbereitet, Kai. Ja, weil ein Rad für 9.000 Euro. Ja? Frisch eingetroffen, dann kommst du und stellst die eine Frage, die wir noch nicht geklärt haben. Ja. So schnell sind wir da nicht. Gut, fangen wir an. Das Gewicht werden wir gleich noch erfahren. Das heißt, der Federweg hier ist downhill orientiert, oder? Also zumindest mal, sagen wir, früher hat man es Freeride genannt. Ich meine, das ist jetzt kein Rad, mit dem du jetzt wirklich ernsthaft Downhill auf Zeit fährst, aber es ist eigentlich das, was die meisten Leute brauchen, wenn sie im hochalpinen Gelände in Bikeparks, die heutzutage auch eher, sagen wir, flowiger angelegt sind von den Strecken her. Genau dafür ist es geeignet. Und deswegen, sagen wir, auch natürlich für Sprünge und so weiter, weil es ist ja die Gravity-Serie von Rotwild und eigentlich auch das erste Mal, dass Rotwild so ein bisschen in dieses Segment hineingeht.
Ja, es ist unglaublich leicht. Es wiegt um die 20 Kilo, so viel können wir schon mal verraten. Genau. Denn wir werden es gleich mal genau sehen. Wir haben das letzte Jahr gedreht. Da ist immer so, dass Leute dann sagen, naja, für das Geld kaufe ich mir dann einen großen Akku. Aber hier geht es gar nicht drum. Genau, das ist das, was scheinbar noch nicht so ganz verstanden wurde. Da wurde sozusagen der Preis immer mit der Akkugröße verknüpft. Ne? Und wenn du so ein Rad einfach mal gefahren bist und merkst den Unterschied im Gewicht, im Handling, und dann verstehst du auch schnell das Konzept. Und nochmal, wie gerade eben erwähnt, wir haben ja immer die Möglichkeit, den zweiten Akku mitzunehmen. Ne? Mhm. Also das ist hier wirklich kein Problem. Umgekehrt hast du einen fest eingebauten großen Akku und willst vielleicht mit dem Bikepark einfach deinen Spaß haben und bist froh für ein quirliges, leichtes Rad, hast du eben nicht die Möglichkeit, das Rad leichter zu machen. So, ich guck mal kurz drauf. Ausstattung ist traumhaft. Du hast einen Laufradsatz, den ich noch nicht gesehen habe. Was ist das? Das ist Crank Brothers. Die waren früher bekannt, die hatten tatsächlich auch so die erste hydraulische Sattelstütze gebaut gehabt und so weiter. Und hatten dann mit diesen Iodin-Laufrädern waren die sehr bekannt geworden und machen jetzt, sagen wir, hier für den E-Bike-Bereich, sagen wir jetzt, standardmäßig eingespeichte Laufräder, die auch hier, sagen wir, sehr robust ausgeführt sind. Alu, was ist das? Das sind Alufelgen, genau. Okay. Wir haben ein XT-Schaltwerk drauf, eine Magura-Bremse in dem Fall hier. Und vom Konzept her haben wir hier durchgängig 29, also sowohl vorne als auch hinten. Das ist ja der neue Standard offenbar. Denn es setzt sich im Moment wieder tatsächlich sehr stark durch auf breiter Front, korrekt. Anzahl der Gänge? 12. 12 Gang. Ist das geklärt mit den Ketten mittlerweile, weil der EP8 ist doch sehr stark, der Motor? Sag mal, das war ja unabhängig vom Motor, war es insgesamt immer schwierig mit den Ketten in den Anfangsjahren. Mittlerweile, muss man sagen, sind die Schaltungen robuster. Wo du es auch siehst, sind natürlich immer mittlerweile die Konstruktionen vom Schaltauge, was immer ganz gerne mal weggerissen ist. Die Probleme haben sich doch deutlich vermindert. Ganz klar, die ersten Jahre hat man so ein bisschen die Situation, dass einfach Standard-Fahrerteile ans E-Bike gebaut wurden, weil natürlich der Markt auch nichts anderes hergab. Und jetzt geht es natürlich immer weiter Richtung, dass die Teile für die E-Bike spezifisch ausgelegt werden. Ich habe die zehnfach schon abgerissen, die Kette schon mehrfach, weil das passiert. Weil wenn du voll drauf trittst, dann hast du doch mal einen hohen Gang drin, trittst in die Eisen, hast den Motor noch voll an und dann macht's knack. Und ja, das ist auch nach wie vor so. Also ich sag mal, jetzt gerade beim Schalten sollte man beim E-Bike Vorsicht walten lassen. Jetzt haben wir ein bisschen mit Gefühl schalten. Na, also wenn erstens mal Kettenschaltung heißt eigentlich sowieso immer schon ein bisschen vorausschauend. Also wenn du dann wirklich bis auf den letzten Moment wartest und wirkst dann hier vier, fünf Gänge hoch, kann man ein paar Mal machen, aber irgendwann ist der Antrieb dann natürlich auch im Eimer. So. Gehen wir mal ganz kurz nochmal auf das Thema Geometrie. Du hast es eben schon gesagt. Es hat jetzt hier eine Vorwärtsgeometrie? Ne, sag mal, es hat einen sogenannten relativ langen Reach. Ne? Also Reach ist dann immer diese Geschichte, wenn du eine gedachte Achse hier vom Tretlager nach oben ziehst, bis hier Mitte Steuerkopf, also sozusagen, ja, also Sitzlänge ohne halt Lenkervorbau sozusagen. Und hier, ich kann jetzt zu der Geometrie vielleicht übernächste Woche mehr sagen, weil ich mich am Wochenende mit meinem an den Gardasee fahren werde. Ich habe es bis jetzt nur können hier auf dem Hof ausprobieren. Die Dinger sind frisch eingetroffen und bin mal gespannt. Weil es ist, sagen wir jetzt hier auf dem Parkplatz gesprochen, so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich so ein bisschen gewöhnt bin. Man muss sich dann schon so ein bisschen drauf einlassen und bin gespannt. So, Lenker ist stur gerade. Die ganzen Bedienelemente sind ist mal so minimal, wie es irgendwie geht. Ja klar, du hast natürlich auf der einen Seite einfach deinen Shifter für deine Gänge durchzuschalten. Was ich nach wie vor schön finde, ist hier von Shimano der Hebel, um die Unterstützungsstufen zu wählen. Also schon minimalistisch und auch vom Display, ganz ehrlich, also für mein Befinden reicht das völlig aus. Wir sehen nachher noch an einem anderen Rad, wo wir das neue Kiox mit drauf haben, da muss man sich schon richtig reindenken. Also meine Philosophie ist das nicht, weil ich möchte Rad fahren. Aber um Himmels Willen, das ist meine Meinung. Wir haben natürlich dann auch immer Kunden, die die vollen technischen Möglichkeiten ausnutzen möchten. Ne? So, jetzt wird wieder die Fraktion kommen, wird sagen, naja, 9000 Euro Rotwild und dann ist da ein Shimano drin. Warum ist da kein Bosch CX rein, Best 3? Also ob jetzt der Shimano oder der Bosch der bessere Motor ist, ist halt manchmal ein bisschen Philosophiefrage. Ich persönlich habe von Anfang an den Shimano-Motor so ein bisschen bevorzugt. Er ist sehr klein von der Bauform und so weiter. Und wir haben ja hier noch die Geschichte, dass wir eine spezielle Software hier eingeben können. Also es ist so, der hatte normalerweise hat er seine 85 Newtonmeter und jetzt kannst du hier im Display, wenn du sagst, ich möchte die Reichweite erhöhen, Moment, wir müssen ins Menü. So, Signal, Lautsprache,
Schaltanstellung, Unterstützung anpassen. Da gibt es ein zweites Profil, da wird, das Drehmoment wird etwas reduziert und dadurch die Reichweite nochmal erhöht. Ist zum Beispiel dann noch so ein bisschen ein Notanker, wenn du schon weißt, ach komm, jetzt geht es doch eine längere Strecke berghoch und so, kannst du hier nochmal ein bisschen Energie sparen. Ist das auch so, Akku ist schon fast leer und du gehst auf den letzten Modus drauf? Dann kannst du nochmal ein bisschen was rausholen. Aber ich sehe eigentlich eher so. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich war letztes Jahr im Finchgau unterwegs mit einem Kona von mir, mit einem 5,4 Wattstunden Akku. Und da hatte ich in 3 Tagen hatte ich genau 2 Balken verfahren. Das war genauso eine Geschichte, wie ich gerade eben jetzt hier erwähnt habe. Ja? Das wäre dann dein Rad gewesen eigentlich, oder? Dann wäre das hier eigentlich mein Rad gewesen. Und hätte eigentlich können einiges an Gewicht weniger mitschleppen, ja? wenn wir das hier schon gehabt hätten. Aber da will ich einfach sagen, das ist einsatzbereichabhängig. Wir sind dann halt ganz normal, da hat es mal Transferwege, da sind wir in die Downhills rein, haben auch mal einen Lift benutzt, natürlich immer auch mal irgendwo hochgestrampelt, aber ich habe die Unterstützung echt nur minimal genutzt. Und mit dem Rad hier würde ich nach diesem Ansatzpunkt auch hier im Profil 2 fahren, weil ich die volle Leistung gar nicht brauche. Was soll ich mit den 80 Newtonmeter? Ich will ja nur irgendwie den Berg hochkommen. So, jetzt mal ganz kurz, wenn du mal so lieb bist mit ausgestreckten Armen, ist mal gerade auf die andere Seite gehst, geh mal gerade auf die andere Seite und hebst mal hoch und drehst mal um 180 Grad. Das mal sehen, weil das ist ja so das Typische, wenn du jetzt einen Baumstamm hast, du musst da drüber, das passiert ja schon mal. Ach so. Es ist so leicht, oder? Also problemlos. Problemlos. Das hier ist eine Gewichtsklasse, wenn ich jetzt früher an meiner ersten, wenn du hier mal guckst, unsere, damals haben wir Freeride-Bike dazu gesagt, das ist die gleiche Gewichtsklasse, da ist kein Motor und kein Akku drin. 20 Kilo. Das hat knapp über 20 Kilo, klar. Das war normal. Und jetzt einfach nochmal, jetzt ist das da, der Baumstamm, mach mal gerade. So, nimmst das aus. Ist krass. So. Wenn ich das überlege mit meinem Spitzing, das kannst du vergessen. Also, es ist, also ich bin eigentlich im Moment mehr durch das schmerzende Knie eingeschränkt, wie durchs Gewicht vom Fahrrad. Okay, cool. Genau, wenn du es mal gerade drehst, ist jetzt schon gedreht, gell? Genau, im Vergleich zu vorher. Ja. Denn ich würde gerne mal die Scheibenbremsen mal darauf eingehen, denn es ist an dem Rad hier nicht zu verbessern. Das ist also so, wie es kommt, komplett einsatzfähig, oder? Weißt du, es gibt ja nach oben gibt's ja keine Grenzen. Du kannst natürlich immer noch einen draufsetzen. Aber alles, was hier drauf ist, ist technisch das, was absolut vernünftig ist. Du hast hier eine mehrteilige Scheibenbremse, die schwimmend gelagert ist. Hier geht es einfach um Wärmeableitung. Ne? Wir haben also einen Alukern und dann eine Stahlbremsscheibe. Das Alu führt einfach die Temperatur besser weg. Und das gleiche nochmal hinten, oder? Genau. Identisch. Warte, ich zeig mal gerade. Der Hersteller von der Bremse? Das ist Magura. Magura. Deutscher Hersteller. Ach, das ist ein Deutscher? Ja, ja. Nix Italien? No. Nee. Magura ist ein deutscher Hersteller. Die waren ganz früher schon bekannt mit ihren hydraulischen Felgenbremsen. Die waren immer so neongelb. Daher kennt man so oft noch. Du siehst kein Kabel. Die Kabelführung ist gigantisch, oder? Genau. Wir haben, wenn du mal gerade hier am Cockpit guckst, also siehst du auch, du siehst keine Kabel irgendwie, die hier jetzt zu den Schaltern und so führen. Ne? Also die werden alle intern geführt. Es gibt dann von Rotwild dann aber auch Lenker mit unterschiedlichen Rises, also sprich mit mehr Kröpfung nach oben, falls du eine bequemere Sitzposition zum Beispiel willst. Ist oft ein Thema dann gerade bei den großen Rahmengrößen oder sagen wir, es hat jemand jetzt wirklich übermäßig lange Beine. Weil dann hast du ja Situation, dass du mit dem Sattel, ne, sagen wir lange Beine, unheimlich hoch musst und hängst dann natürlich über der Front. Und dann macht es schon Sinn, dass man hier vorne dann auch umbaut und einen anderen Lenker nimmt. Cool. Das haben wir standardmäßig bisher immer gemacht. Nur mit dem Lenker von Reverse, die wir bisher für den Zweck hergenommen haben, mit E-Bike-Freigabe, war immer das Problem, dass die halt hier nicht kompatibel sind, weil wir die Kabeldurchführung brauchen. Aber so, ich sag mal, das kannst du einsetzen. Vielleicht noch andere Pedale drauf. Das Fahrrad kommt ohne Pedale? Das Fahrrad kommt ohne Pedale. Haben wir jetzt hier auch so nur so Probefahrt-Plastikdinger drauf. Die wählt der Kunde da meistens noch aus. So. Vielleicht können wir auf die Farbe eingehen. Das ist so ein Mahagoni, nennen die das. Ich weiß nicht, bringt die Kamera das rüber? Es ist so ein Rot-Braun, würde ich es nennen. Ne? Also oben ist glänzend, unten ist matt. Genau. Also hier haben wir einfach das klassische Schwarz-Matt von Rotwild, wie wir meistens das Finish haben. Und dann hier im Oberteil, im ersten Moment, ich weiß noch, wie ich es gesehen habe, da habe ich gedacht, komisch, aber eigentlich ist es geil. Hat man nur so vorher noch nicht gesehen. So, bei dir zurück, werden wir es gleich mal wiegen. Sattelstütze, die ist so, ich sag mal, die Integration, es geht nicht mehr, oder? Nee. Wir haben jetzt hier dann eine drin von E13. Genau. Die auch, sagen wir, die Mechanik im Rahmen integriert. Die ist also hier unten befestigt, wenn du mal gerade siehst. Mhm. Und die wird also intern dann angepasst auf die Beinlänge. Und dann bleibt die auf diesem Niveau stehen und ganz, ansonsten ganz normal auf Knopfdruck rein und raus.
Ja, das heißt, die kannst du anpassen. Du musst dann auch keinen Schraubenschlüssel mehr mitnehmen. Das stellst du einmal ein, das bleibt dann so. Das machen, in der Regel machen wir das hier. Es gibt noch ein anderes Produkt von einem anderen Hersteller. Du kannst, da hast du oben einen Hebel, wo es wirklich theoretisch jederzeit machen könntest. Nur, ich meine, das stellst du dir einmal ein. Das ist ja letztendlich deine Beinlänge. Die ändert sich ja in der Regel nicht so schnell. Ja, vielleicht ein kleiner Fun-Fact. Diese Halterungen kommen immer mehr, die unten dran sind. Was ist das da? Das ist für den Flaschenhalter das sogenannte Fitlock-System. Ich gehe gleich mal eine Flasche holen und dann checken wir das mal. So, Baldi hat die Batterien geholt. Ich habe Batterie gemacht. Ich habe auf die Uhr geguckt, 12 Minuten. Da hättest du schneller wahrscheinlich bestellt bei Amazon. Das ist keine Arbeitszeit, ne? Das ist zur Hauptverkehrszeit. Höher. Ja. Halt mal still. Ja, so 21,3, 21,5. Sagen wir mal 21,5 mit Pedalen, ne? Ja. Jetzt können wir ja mal zum Vergleich dann den 750er Akku nehmen. So, das ist das Ultra. Ich merke schon, du strengst dich ganz anders an beim Anheben. Ich bin jetzt mal gerade selber gespannt. Ich habe so einen Tipp. Ich würde mal sagen 3 Kilo mehr. 3 Kilo. Ist das eine Welt, 3 Kilo? Ja. 3 Kilo. Ich meine, stell dir vor, du bist jetzt wirklich... Und? Nee, leider nicht. 22,6. Okay, gut. Wir haben jetzt hier natürlich insgesamt die leichtere Ausstattung drauf. Das muss man auch noch sagen. Also könntest du noch so ein halbes, dreiviertel Kilo. Das hier ist ja eine Gravity-Variante. Du hast doch drüben das eine Highbike. Wenn du mir das mal gerade holst, was du neu bekommen hast, das interessiert mich jetzt mal, weil da viele auch drauf gieren. Das werden wir auch gleich zeigen in einem extra Video. Da vorne steht's. Also wir haben jetzt natürlich einen unfairen Vergleich gemacht. Das macht doch nichts. Sportives Ultra gegen das Gravity. Das kostet nämlich auch 9.000 Euro, glaube ich. Genau. So. 8.8 All Mountain Special. Ist vom Federweg ähnlich? Hier haben wir All Mountain, sind 160. 160. Also das wäre jetzt ganz gut vergleichbar mit dem Ultra, was wir jetzt gerade hätten. So direkt vergleichbar mit dem Gravity haben wir leider nichts. Wir können noch was anderes machen. Wir nehmen ein anderes 375er, was näher ans Ultra dran kommt. Auch nicht schlecht. Das war bei 21 irgendwas. Das gilt es aber dann zu erklären, Kai, weil der Unterschied sind ja nur 1, irgendwas Kilo. Nee, pass auf, wir machen es gleich anders. Wir nehmen gegenüber dem Ultra, was wir jetzt gerade gewogen haben, nehmen wir ein anderes 375er, was in der gleichen Fahrzeugklasse spielt. Das wäre zum Beispiel hier dann das RX. Und dann wirst du den Unterschied sehen. Da ist die Batterie größer beim RX. Also hier kommen wir, nee, jetzt liegst du hier an. Also hier kommst du in den Error-Bereich der Waage. Das ist, mal auf. Ist das 27 Kilo dann? Das müssten eigentlich so um die 24. Ich glaube, wir brauchen für so, wenn wir etwas mehr wiegen, auch einen Ständer für den armen Baldi. Ja. So. Sonst kommt er nach Hause und hat mal Sport gemacht. Warte mal, guck mal. Also wir sind auf jeden Fall bei über 25 Kilo. Gut. 25,5. Ja. Also dass wir jetzt... Und jetzt pass auf, jetzt nehmen wir noch hier das RX als 375er und dann... Rotwild übrigens. Rotwild RX kostet, was kostet das? Auch 9.000 Euro. Da waren jetzt auch Pedale drauf, gell, bei dem Highbike. Ja. So, was hat man hier bei dem Ultra? 22 irgendwas, 5 oder so. Und hier sind wir jetzt bei, lass mal, 19,6. So, und da haben wir die fast 3 Kilo. Also wenn wir das hier würden aufbauen mit dem Prosemotor, mit dem 750 Wattstunden Akku, kannst du etwa diese Differenz kannst du annehmen. Weil die Fahrzeuge sind etwa vergleichbar. Die sind vergleichbar. Das heißt also hier der Unterschied nochmal zwischen dem, das wiegt ja jetzt doch ein Stückchen mehr gegenüber dem hier, ist der Federweg, oder? Ja, du hast natürlich hier insgesamt dann die robustere Ausstattung. Ne? Ob das jetzt die Kurbeln sind, der Rahmen an sich, die Federgabel natürlich mit 180 mm, da summiert sich ja alles. Ja. Ne? Insofern haben wir jetzt hier aber zweimal RX, also zweimal gleiche Fahrzeugklasse vergleichsgewogen
mit 750er Akku und 375er. Und da sind wir ja dann bei annähernd 3 Kilo Unterschied. Wichtig ist das Feeling. Also das ist ja die Gesamtsituation, wenn du es fährst. Ja. Du empfiehlst den Leuten, man kann hier ja Probe fahren. Ja. Kommt mal vorbei, guckt euch an, was ist für euch geeignet. Denn viele fahren ja kein Downhill und finden vielleicht die Optik geil und sagen dann, ich kaufe es mir. Aber vielleicht ist das auf Dauer dann doch nichts für die. Weißt du, Probefahren ist wichtig, oder? Probefahren ist wichtig und natürlich sollte die Kategorie des Rades zum Einsatzzweck passen. Jetzt muss man in meinen Augen ein bisschen einschränken. Früher beim Biobike hast du dir so viele Nachteile sozusagen eingekauft, wenn du das Rad nicht zwar, also eigentlich Overdose für dich war, weil durch das höhere Gewicht und so weiter, das egalisiert ja mittlerweile fast der Motor. Also ich finde, das ist nicht mehr so schlimm. Also sagen wir, wenn jetzt einer jetzt nicht den brutalsten Downhill-Einsatz vorhat, kann er trotzdem das Rad fahren. Aber natürlich sollte es irgendwo ein bisschen angemessen sein. Darf man das Rad fahren ohne Batterie? Könnte man tun. Es gibt halt jetzt keine Abdeckung in dem Sinne dafür. Ne? Aber es würde gehen, es bricht nicht zusammen. Nee, okay. Nein. Okay. Der Akku ist also kein tragendes Element. Okay. Rot. Wäre der Motor halt. Ne? Also wenn ich jetzt den Motor ausschalte, das machen nämlich auch viele und kriegen dann immer so eine komische Fehlermeldung. Wenn ich den Motor unterm Fahren einschalten würde, kann der sich halt nicht kalibrieren. Der kalibriert sich immer beim Hochfahren. Das heißt, er sucht seinen Nullpunkt und wenn ich das quasi in der Bewegung mache, in dem Sinne, dann kann er das halt nicht. Nur darum, wenn ich jetzt mal fahren will ohne Motor als Beispiel, das würde gehen. Ja, genau. Okay. Sag mal, wenn ich jetzt ein reines E-Bike kaufe, jetzt ohne Motor, dann wären wir nochmal rund 2-3 Kilo weniger, ne? Mhm, genau. Okay. Das würde auch gehen. Rotwild hat überhaupt noch Fahrräder ohne Motor? Nein. Das ist so. Was sind das für Typen, die sowas kaufen? Weil das ist ja doch, ich sag mal, 9.000 Euro. Da sagen jetzt viele Lotto gewinnen, aber ihr habt ja Leasing. Wird immer mehr Leasing gemacht? Ja, absolut, klar. Und muss man auch sagen, nach wie vor, also auch bei den High-End-Bikes hast du immer noch jeden Kunden, einfach den totalen Fan, der für sowas auch dann gerne mal spart oder es jetzt halt übers Leasing macht, bis hin zu Selbstständigen, die einfach sich das halt nebenher mal kaufen. Also da möchte ich gar nicht bewerten, also da ist auch alles legitim. Aber wie du schon gerade gesagt hast, übers Leasing fällt es natürlich mittlerweile leicht, zumal man jetzt mal sagen muss, okay, Rotwild fängt natürlich erst ab einem relativ hohen Preisniveau an, aber andere Hersteller haben die Räder in der Preislage ja auch im Sortiment und das sind jetzt auch nicht mehr so die ganz geringen Stückzahlen. Ja, toll. Also ich bin überzeugt, wenn ich jetzt noch 9.000 Euro hätte plus Pedale. Lieferbarkeit, hast du ein paar bekommen? Wir haben das G-Modell, haben wir jetzt zweimal in L, einmal in M da. In S gibt es im Moment bei dem Modell nicht. Und damit ist aber für die Saison dann das auch schon ausgeschöpft. So, du hast für nächstes Jahr, Baldi hat ganz schön gezittert, ja, das Bankkonto belastet und hast wie viele Rotwild bestellt? Wir haben für nächstes Jahr 61 Rotwild bestellt. 61, das ist ja schon, dieses Jahr waren es so 2/3 Dutzend. Ne, dieses Jahr waren es knapp 40. 40, ja. Okay. Wir hätten natürlich, ich hätte noch mehr bestellt, aber es ist einfach bei Rotwild so, die haben eine relativ fixe Fertigungsmenge, die wird auch nicht erhöht. Und wir hätten besonders im Trekkingradbereich, hätten wir können noch mehr ordern, aber war tatsächlich nicht mehr möglich. Also die Dinger sind quasi jetzt schon wieder ausverkauft. Darf ich mir ehrlich was sagen? Wir hatten am Anfang, hast du dich ziemlich geärgert über Rotwild, du auch. Ihr hattet am Anfang ein Problem, glaube ich, mit den Motoren bei einem bestimmten Motorenhersteller. Das ist aber jetzt kein Thema mehr mittlerweile. Überhaupt nicht. Also wir hatten tatsächlich ein bisschen Bammel davor, sagen wir so, den großen Motorhersteller mit ins mit Boot zu holen. Genau, mit dem B. Eben weil er so problembehaftet war, aber wir selber haben tatsächlich null Probleme. Also das Problem wurde tatsächlich gelöst, bevor wir es ins Programm genommen haben. Genau. Wir hatten anfangs, kann man ruhig jetzt mal ansprechen, wir hatten Probleme, die kamen aber ganz woanders her, bis wir das einmal hatten. Und zwar haben wir durch diese Verlegung der Züge hier im Lenker, das ist insofern ein bisschen sensibel, also wenn ich jetzt einfach den Lenker löse und drehe den frei da rum, für irgendwas einzustellen, weil wir haben schon oft bei Kunden auch erlebt, dass die Lenker wirklich in ganz kuriosen Positionen fahren. Ne? Also stark nach vorne verdreht, da hinten. So, und dann passiert es halt prompt, dass du dir innen drin natürlich auch ein Kabel abreißt. Und das war auch so ein kurzer Lernprozess, bis wir mal gemerkt haben, woran das liegt. Ah, nochmal hier, das Kabel vom Display läuft durch den Lenker. Genau, oder? Das läuft hier alles durch den Lenker und auch, sagen wir, hier im Vorbau. Das ist also wenig Platz. Wir haben das insofern gelöst, dass wir wirklich bei der Übergabe die Kunden wirklich dezidiert darauf hinweisen, bitte, wenn ihr hier dran schraubt, dann wirklich mit Bedacht achten. Und müssen dann aber auch sagen, wenn ihr dann trotzdem Kabel abreißt, das ist halt leider kein Garantiefall. Ne? Aber tatsächlich, weil uns halt am Anfang selber nicht so bewusst war, auch Rotwild, wir hatten dann ständig diese Beschwerden hier mit abgerissenen Kabel und gesagt, Mensch, was ein Mist, weißt du, da bist du erstmal erstaunt, was passiert doch jetzt hier gerade.
Aber seitdem ist auch das Problem gelöst. Und ich muss sagen, Rotwild absolut im Moment gar keine Beschwerden. Erzähl mal ein bisschen was über Rotwild. Es klingt deutsch, ist deutsch? Ist deutsch, auf jeden Fall. Sitzen in Dieburg in Hessen. Ja, wann haben die angefangen? Die hatten damals angefangen, das Alleinstellungsmerkmal waren außen konifizierte Alurohre. Die hatten also die Rahmen, also wie gesagt, da reden wir noch Zeiten von Alu und Bio. Die hatten also von Bio außen, heißt ohne Motor. Also ohne Motor, ja. Die hatten also Rohre, die von außen mehrere verschiedene Durchmesser hatten. Ja. Das Ganze dann auch schon damals mit Cut-Cam, CNC-Frästeilen ergänzt und so weiter. Die hatten schon von Anfang an immer einen recht hohen Anspruch an die Fertigung. Und das setzt sich jetzt auch im E-Bike-Bereich absolut fort. Ich meine, wenn du allein guckst, die organischen Formen, dann kompromisslos wirklich alles Carbon, ja. Also einfach die Fortsetzung des Anspruchs, den sie damals schon hatten. So, gut, sie sind lieferbar, 2 Stück sind noch da. Ansonsten kann ich nur jedem die Empfehlung geben, 3 Stück, also von dem hier. Genau. Wer nicht bestellt, kriegt keins. Das ist ganz einfach. Also ruhig, wer das für nächstes Jahr plant. Bestellen gibt es nicht. Also was wir jetzt hier haben, wir können ja mal kurz durchgeben. Nein, ich meine es im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, gut, die Modelle sind auch fix. Also es ist leider auch kaum oder nur minimal möglich, da jetzt Modelle zu tauschen. Also wer jetzt, sagen wir, nächstes Jahr zugreifen möchte, der kann durchaus jetzt schon mal kommen, dass wir uns abstimmen, um welches Modell es geht, weil da wird auch nichts nachorderbar sein. Okay, das heißt, du hast jetzt insgesamt, wie viel Rotwild hast du noch? 20? Ja, so, Moment. Nee, um Himmels Willen. 2, 4, 6, 8 drüben hängen noch 3, also 11 Stück. 11 Stück sind noch da von den 40. Ja. War am Anfang, du hast Rotwild jetzt wie lange? Das ist jetzt zweite Saison. Und? Mega. Passt. Sehr schön. Also eine tolle Ergänzung. Vielleicht noch eine erwähnenswert ist absolut der Wiederverkaufswert. Das heißt also, wenn einer sich zum Beispiel ein Rotwild kauft und sagt, das ist jetzt nicht mein Bike, ich will ein anderes Rotwild haben, die kriegst du immer los. Ja. Die Dinger sind wirklich gefragt. Wir sind ja hier im Südwesten mittlerweile der einzige Händler. Deswegen wollen wir auch nächstes Jahr, das muss man dazu sagen, wir haben also nächstes Jahr alle Modelle von Rotwild da. Alles, was es gibt. Sehr schön. Es kommen noch Modelle hinzu. Und haben deswegen dann jetzt auch Kundschaft, sagen wir, durchaus aus größerem Umkreis. So, deswegen machen wir die ganze Aktion, zeigen die Fahrräder. Baldi, setz dich mal drauf. Ich will mal gerade sehen, wie es aussieht. Auch er hat keine Mühe, es runterzuheben. Wobei eben der Wiegetest schöner... Er ist der absolut Schwächste bei uns, ne? Sehr lustig. Du weißt, dass wir später alles für ein mögliches Arbeitsgerichtsverfahren verwendet. Ja, genau. Herr Gümler, Sie haben gesagt... Am 30. Mai. Ja. Sie haben mich für schwach erklärt. Und der Motor geht? Ich wusste gar nicht, dass der Fahrrad fahren kann. Der kann gut fahren. Ja, ich meine, der EP8, sag mal, da gehst du ja kein Risiko ein. Ist ja ein absolut etablierter Motor. Der läuft jetzt auch schon im dritten Jahr, oder? Was? EP8. Der ist 3 Jahre. Ja. 3 Jahre. Ja. Und hat den 8000er vollkommen abgelöst. Ja. Unauffällig, oder? Der Motor. Der Motor ist absoluter Hit eigentlich, sage ich jetzt mal. Ist so gut wie gar nichts dran. Okay. Also wir haben tatsächlich nie irgendwie große Probleme mit dem gehabt jetzt. Also die hat man schon in anderen Modellen quasi mit drin gehabt. Also nicht nur Rotwild, sondern ich glaube Merida hatten auch drin. Und, Merida Ghost. Ghost haben wir verkauft mit dem ohne Ende. Ja. Ist so ein bisschen in meinen Augen so ein bisschen typisch Shimano. Shimano macht einfach nichts, wirft nichts auf den Markt, was nicht funktioniert. Das ist immer ausgereift, das Zeug. Kai Gimler, der große Wiegetest, auch wenn es mal lustig war, erst waren die Batterien nicht da. Dann wir sind im Boos, B-O-U-S, das ist im Saarland. Ja, du bist Saarländer. Kunden kommen mittlerweile aus ganz Deutschland, aber viele immer noch im Saarland, oder? Ja, natürlich. Ich meine, muss man mal sehen, jetzt mal abgesehen von Rotwild haben wir natürlich andere Marken, die sind ja irgendwo auch vergleichbar und in der Regel gehen die Kunden ja doch zum Händler vor Ort. Ich meine, das ist auch die Welle, auf der wir reiten, dass wir sagen, kommt in den Laden. Ich meine, so ein E-Bike ist immer noch ein hochtechnisches Produkt. Es gibt mittlerweile so viele Kategorien. Insofern ist die Beratung das A und O. Kommen die Leute schon mal abholen, bestellen von weiter her und sagen, ich komme dann Samstag? Kommt bei solchen Produkten kommt es durchaus vor. Oder aber es ist auch der besonderen Situation jetzt geschuldet, dass wir noch irgendeinen Rad in einer Größe da haben, was halt der Händler vor Ort nicht hat. Das ist halt leider im Moment ja immer noch mit Lieferschwierigkeiten behaftet, die ganze Branche. Und dann kommt das schon mal vor, ja. So. Ja, Herr Baldes, wie heißt du mit richtigem Namen? Andreas Baldes. Andreas Baldes, so ist es, der Baldi, der da ist. Du würdest das kaufen, wenn du das Geld hättest? Ja. Doofe Frage, ja. Er hat gerade erst ein neues, ne? Also da ist beschwert. Was hast du gekauft?
Ich habe das ASX von Ghost. Von Ghost. Ja. Ist gut? Sehr gut, bin zufrieden damit. So, und da steht es. RG, Gravity. Das hier ist schon Modelljahr 22, gell? Im Moment. Genau. 22 von Rotwild. Vielen Dank fürs Einschalten. Kai Gimler Bikes. Einfach googeln. Kai Gimler. Ich zeige es nochmal gerade, wie es geschrieben wird. Ich sage, da lachen sich jetzt tot. Ja, jeder kennt Kai Gimler. Tschüss.